So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Kerbal Space Program und ich mache erstmal hell. Wir haben Forschungspunkte ausgegeben und können jetzt uns endlich an das Ziel machen, hier zum Mond zu fliegen. Jebediah Kerman wird hier die Führung, sag ich mal, übernehmen der Mondmission Nummer 1. Dafür wird Valentina die Minmus-Mission leiten. Ich denke, so können wir auf jeden Fall ganz gut das ein bisschen verteilen zwischen den beiden. Es soll hier niemand bevorzugt, niemand benachteiligt werden. Zuallererst haben wir neue Tanks. Und zwar hier diese Generation, die es normal ermöglichen sollte, genügend Payload in den Orbit zu bewegen. Ich werde mal die Skipper Engine dazu kaufen. Kostet halt ein paar Euro. So, okay, jetzt kommen wir auf 6800 Meter pro Sekunde Delta V. In der ersten Stufe, das ist auf jeden Fall jetzt, denke ich, damit können wir arbeiten. Haben wir noch die Pudel und wir haben noch ein paar Sachen, die schalten wir halt alle so peu à peu frei. Zum Beispiel das Service Module Propulsion System. Ja, brauchen wir nicht, denke ich, so zeitnah. Das ist ja praktisch. Wusste ich gar nicht, dass das geht. So, als nächstes wollen wir aber hier noch zwei Solid Booster anbringen, denn ich denke, die werden benötigt. Entschuldigung, musste ich einen leichten Hickser. So. Kann auch mal passieren. Gut, damit hätten wir jetzt zumindest mal einen ersten Start geschafft. Wir werden das Ganze so ein bisschen sequenziell starten. Das heißt, zuerst die Solid Booster, die uns hier... Obwohl, komm, wir werfen alles gleichzeitig an. Solid Booster, Liquid Engine und alles andere. Wir kommen auf 7244 Meter insgesamt. Wobei diese Kalkulation natürlich immer davon ausgeht, dass dieser Antrieb hier das gesamte Schiff hier transportiert, was ja nicht stimmt. So, Jeb wird allerdings im Mark I Command Pod Platz nehmen. Und wir schauen gerade nochmal rein, ob sich hier an der Forschungsfront noch was getan hat. Wir haben nämlich tatsächlich noch den Solar Particle Collector bekommen und ob wir den nicht noch irgendwo einbauen wollen. So. Vielleicht wenn wir dieses Monoprop rausschmeißen und dafür den... Oder, warte mal. Und nehmen das Monoprop doch nochmal mit. Den Solar Particle Collector. Den haben wir nämlich hier auch irgendwo schon. Da ist er. Und ganz wichtig, da wir da auf dem Moon landen, den Surface hier Laser Light Imager Gezumpel Gedöns machen wir so. Und was ich ebenfalls noch mitnehmen möchte, ich kann mal gucken. Ja. Was ich ebenfalls noch mitnehmen möchte, ist ja der Solar Particle Collector. Den können wir halt auch mal anders machen. Andererseits, was ich versuchen möchte, ist auch noch möglichst viele Bauteile wieder zu demontieren und mitzunehmen. Ja, da, das ist, das wirkt schlecht. Das bedeutet, gut, aber schlussendlich wird diese Kapsel hier den Wiedereintritt durchführen. Das möchte ich ebenfalls nochmal umbauen. Das kommt hier außen hin. Ja, ich denke, weil das obere Teil wird ja nicht auf dem Moon landen. Und ich denke, dass mit dem Solar Particle Collector, genau wie dem Undersized Signals Intelligence Satellite, wo ich übrigens gesehen habe, wenn man den auffoldet, da kommt Adobe Premiere durcheinander beim Video-Encoden. Das heißt, da ist das Video ein bisschen blockig. Tut mir leid. Mehr kann ich an der Stelle da nicht zu sagen. Ist nicht so gut. So, hier wollen wir vielleicht den Thrust Limiter. Warte mal, wir tun die Engine mal kurz raus, dass wir mal hier gerade sehen. Die haben jetzt 0,79 Schub. Die sollen eigentlich schon den ganzen Schub drücken. Für 35 Sekunden circa. Und dann lassen wir die zweite Engine quasi mehr oder weniger im Idle mitlaufen. So, safe. Und ich würde sagen, jetzt haben wir es uns aber endlich verdient, hier auf den Moon
mit Jebediah Kerman und vor allem die erste Flagge zu planten. Das ist ihm vorbehalten. Und ich war tatsächlich jetzt am Überlegen, ob wir noch einen... Wie viel Life Support ist denn in diesem Teil hier drin, in diesem Stäbchen? 7,5, 5 und ein bisschen was. Und hier oben. Okay, also das ist das Siebenfache von dem, was hier drin ist. So circa. Das heißt, es wird dann auch nur für 21 Tage oder so reichen. Das heißt, Jeb wird die erste Exkursion allein übernehmen. Und danach sollten wir allerdings zusehen, dass wir da weiterkommen. So, Magnetoscanner Mark 1, der hat, irgendwie ist der hier eingerahmt, ich weiß nicht warum. Wir sind hier und haben fast ein Zeitfenster. Wir werden nur eine Runde im Parkorbit drehen, das ist korrekt. Und ich habe gar keine Solarpanels. Ach doch, da unten sind Solarpanels, oder? Irgendwo hatte ich doch auf Solar gesetzt. Wir müssen, glaube ich, wir gehen gerade nochmal zurück. An dieser Stelle können wir dann reverten, weil sparen wir uns einen Bildschirm, den wir durchquittieren. In der Tat haben wir nur die Power Cell im Lander. Was bedeuten würde, dass wir auf dem Rückflug uns der Saft ausgeht. Wieder gut geplant. So, wir bringen hier oben mal 3 Solarzellen an. Ich würde gerne ein paar Teile wieder mit nach Hause nehmen von den ganzen teuren Forschungsarbeiten. Das kostet 60.000 und wir schmeißen fast alles weg. Naja. Es ist, wie es ist. Wenn es anders wäre, wäre es halt auch, wie es ist. So, okay, das heißt, wir gehen in einen Parkorbit um Kerbin, machen ein paar Systemchecks und werden dann quasi die Reise wirklich beginnen. Das ist unsere Rakete hier, Moonlander Mark 3. Wir können hier mal einen kurzen Systemcheck durchführen, indem wir den Laser Light Ablation, hast du nicht gesehen, können wir hier mal einen Systemcheck machen, der lasert uns einmal hier durch und wir können auch gleichzeitig schon mal Laserdaten collecten. Müsste er auch gleich machen. So, denn wir sind ja noch gelandet auf dem Launchpad und da haben wir nochmal 1,6 Forschungspunkte und no comms device on this vessel cannot transmit data, haben wir direkt das nächste Thema. Ich habe tatsächlich keine Antenne eingepackt. Das ist mehr als fatal. Und nochmal revert. Alter, was ist denn mit mir los? Ich muss sagen, ich bin die letzten Tage ein bisschen im Stress und ja... Hab's dann tatsächlich ein bisschen verkackt hier. So, zum Moon sollte eigentlich diese hier reichen. Die High-Gain-Antenne, 20 Millionen Kilometer, 20.000 Kilometer. Das Teil sollten wir auf jeden Fall hier am Lander anbringen, denn ich denke, dass der Lander aber andersrum. Denn der Lander ist ja das Teil, welches wir hauptsächlich während dieser Mission hier betreiben. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Jetzt sollten wir grün sein, gut. Final, jetzt endlich der Start nach 10 Minuten Dummgebabbel. Jebediah Kermans Mondfahrt und das Scansat-Fenster nervt. So, jetzt haben wir hier auch Local Control, jawohl. Jetzt funktioniert alles. Wir können den Laser Light Imager nochmal ganz kurz hier durchführen. Einmal zack. Wusch. Und müssen dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, transmitten lässt das nicht jetzt. Wir müssen einmal hier die Antenne natürlich aktivieren und auf KRC Mountains. Und der hat auch 20.000 Kilometer Reichweite. Sollte also dicke ausreichen. Wo ist er denn hier? Review Data. Absenden und schlussendlich deactivate. So,
das soll es gewesen sein. SAS ist aktiviert und Jebediah Kerman geht auf den Weg, hier die erste Mondfahrt in der Geschichte durchzuführen. Die erste Landung auf einem fremden Himmelskörper. Wir drücken ihm die Daumen und zählen dann runter. 3, 2, 1. Ab dafür! Und die Rakete kommt gut weg. Wir laufen auf 30% etwa mit dem... das sind 30%. Wir laufen auf etwa so um die 20% mit der Liquid Engine. Die Booster boosten ordentlich. Und wir schieben die Leistung jetzt bis Anschlag, um hier die kombinierte Leistung abzurufen. Der Mark, der Globe 10 Solid Booster, die sich hier eben verabschiedet haben. Ja, wir haben eine Thrust-to-Weight-Ratio von knapp unter 1. Jetzt haben wir genau 1,0 und jetzt kommen wir auf 1,01 langsam und nehmen Fahrt auf. 5000 Meter Höhe. Die Rakete liegt gut. Auch wenn wir ein bisschen driften, sieht alles ganz erbaulich aus. So. Gut, 8000 Meter Höhe. Wir geben hier langsam der Schwerkraft nach. Der Gravity Turn lassen wir ganz langsam. Und wenn wir Local Control haben, tatsächlich zuckt hier der Gashebel nicht. Ist nur bei Remote Control. Und dann wäre das jetzt für mich mehr oder weniger der Beweis, dass es wohl an Remote Tag liegt. So. Legen die Dicke schön in die Kurve. 45 Grad Pitch will ich circa einhalten. So. 40 tun es auch. Dann hätten wir zumindest hier den Anfang ganz gut gemeistert gleich. Ja, effektiv fallen wir jetzt runter auf etwa 30 Grad Pitch Angle. Und da ist eben der letzte Booster irgendwo hingeknallt. So, ja, wir bewegen uns 500 Meter pro Sekunde, das sieht gut aus. Jetzt nehmen wir hier richtig Tempo auf. Gleich 700 und wir steigen immer noch gut. Pitch, wie gesagt, von 30%. Wir wollen hier Apoapsis ganz gut hinbekommen. Dann kommt hier die Transferstufe, die sollte wirklich genügen bis zum Moon, bis in den Orbit einzuschwenken. Brauchen wir also etwas über 1000 Meter pro Sekunde. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen den Winkel ein bisschen steiler angestellt. So, den Circularization Burn werden wir wahrscheinlich schon zum Teil mit der Transferstufe erledigen müssen. Ich drehe jetzt mal den Sprit ab, dass wir hier die restlichen Treibstoffe aus dem mit maximaler Effizienz des Triebwerks hier gleich nutzen. Und zudem wollen wir natürlich hier Abfall vermeiden, das heißt hier die Unterstufe fällt dann natürlich wieder zurück in die Atmosphäre, wenn wir den Orbit nicht ganz rund kriegen damit. So, jetzt geht's hier auf dem besten Weg zum Orbit. Wir sehen hier hinten noch, dass das Gimbal funktioniert gut. Und 60 Kilometer Höhe haben wir erreicht. Jetzt langsam hier mal die Geschichte rum. Man merkt schon, es geht sehr, 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 sehr schwer, sehr träge. Hier die Reaction Wheels, die Rakete versuchen hier in eine gewisse Richtung zu drehen. Und so. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen Schub, um auch die Lenkung zu erleichtern. Im Hintergrund hört man meine Katze, die jetzt vom Klo kam und sich so darüber freut, dass sie jetzt erstmal um Aufmerksamkeit buhlt. Aber wie das so ist, ja, nach dem Toilettengang ist in meinen Augen nicht die beste Zeit zum Liebhaben. Ja, da macht man sich erstmal sauber. Aber das haben die nicht so verstanden bis jetzt leider. So, 1600, 1700, ja, schaffen wir noch die 1800 Meter.
Schaffen wir noch. Und jetzt ist gleich der Ofen aus. So, und dann hat es das Fairing gesprengt. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber es scheinen keine Schäden an der Rakete entstanden zu sein. Wir haben keinen Treibstoffleck oder so. Von daher haben wir erstmal das Go, normal weiterzumachen. Hier die Wildcat 5 am Start. Die uns jetzt zumindest erstmal in den Parkorbit einbrennt. Den wir jetzt erreicht haben. Apoki und Periapsis müssen wir ein bisschen korrigieren, beziehungsweise wir werden hier ein Manövernode starten. Vielleicht auch jetzt schon direkt. Muss ich gerade mal gucken. Sind wir mit Cells Wreckage hier? Nee. Okay, was wir machen müssen, ist, wenn wir an Apoapsis angekommen sind, müssen wir ganz kurz unseren Orbit korrigieren. Ich kalkuliere uns so gerade mal hier ein Manöver. Dass wir wirklich minimal. Okay. Nur minimal quasi hier Treibstoff verschwenden. So, an Apoki werden wir nochmal ganz kurz Prograde brennen. Nur ein Müh. Wir haben jetzt schon einen guten Teil von unserem Treibstoff verbraucht. Und auch den Ablator hätte ich natürlich auch reduzieren können. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Ich hoffe immer noch auf Deadly Re-Entry. Das ist immer noch nicht drin im C-Kern. So, und das müsste gereicht haben. Jawohl. So, da warte ich halt immer noch, dass das mal so moonsetten wir als Target. Wir machen das mal ganz klassisch, haben wir sonst nie gemacht. Aber ich finde, es macht es einfach ein bisschen schöner. So, und dann berechnen wir mal, wo wir hier mindestens Sphere of Influence hier irgendwo. So, brauchen wir 834,8 Meter pro Sekunde. Und haben hier auch gleichzeitig unseren Ascension Node. Das heißt, wir könnten den auch noch kurz korrigieren. Ups. Um unseren Orbit vernünftig zu alignen. So. Das heißt, hier hinten kommen wir dann rein über dem Moon bei etwa 2000 Kilometern. Das ist top. In 17 Minuten haben wir unseren Brennvorgang. Das sieht gut aus. Hier, wie gesagt, die Systemtests nochmal ausgeführt. Ich habe immer noch das Engineer-Modul. Ich hätte es jetzt mitnehmen müssen, ich Idiot. Wir sind doch quasi nicht mehr beschränkt, was die Teilezahl angeht. So, Brennvorgang wird 48 Sekunden betragen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt genug Treibstoff oder genug Energie rauszuppeln. Weil wir doch jetzt hier schon ein Drittel etwa verbraten haben. Nur für den Parkorbit. So. Und ich habe es schon wieder nicht umgestellt. Ist jetzt schon die vierte Aufnahme oder so. 48 Sekunden. Das bedeutet, wir brennen dann so 20 Sekunden vorher los. So, ich will mich jetzt nochmal ganz kurz ausrichten. Das geht ja jetzt auch deutlich besser, da wir jetzt nicht mehr so viel Masse mit uns umschleppen. So. Und jetzt warten wir quasi auf das finale Go von Mission Control, die Zündung einzuleiten. So, Zündung. So. Das sieht doch gut aus. 600 Meter pro Sekunde noch. Das
wird nachher für unseren Orbit Insertion Burn sehr knapp. Es klappt nicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen umdisponieren. Wir versuchen es einfach trotzdem mal. Das soll schon passieren. Das Triebwerk hier ist natürlich hocheffizient. So, wir müssten unseren Rendezvous-Punkt etwa erreicht haben. Da ist er. So, und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier von der Upper Stage... Oh. Nochmal Tech Fuel Balancer. Könnten wir jetzt hergehen, Liquid und Oxidizer in aus dem raus und Oxidizer ebenso aus dem raus. So, und dann machen wir hier alles auf Stop. Stop, und dann ist eigentlich alles ganz gut. Wir werden jetzt hier hinten einfach von dem Treibstoff, da haben wir glaube ich sehr viel Reserve kalkuliert, werden wir einfach jetzt was verbrennen, um das Manöver so durchführen zu können.